Alles dreht am Rad. Deke, lange nicht gesehen. Ja, wie geht's dir? Gute Wahl. Sehr gut. Yep. Und jetzt schneit es. Es reicht ja nicht, dass die Texturen nicht laden. Der Schnee, ja, ist okay, dann sieht man das nicht so. Gute Entscheidung, Spiel. Dann sieht man das nicht so, dass die Texturen nicht laden. So, Chat. Gehen wir erstmal die Sprengschnüre holen. Wir sitzen im Atomschutzbunker. Hurra, das Spiel geht unter. Aber hey, den Schnee auf meiner Kleidung kann man gut laden. Ich muss an die Sprengschnur ran. Fuck, da war noch ein Sammelobjekt. Und ich habe diesem Arschloch vertraut. Oh, mein Arm ist geladen. Hallo. Hallo, Schätzchen. Schätze, Skizzo wird das nicht mehr brauchen. Nee. Er kam für Schnüre. Ging raus mit einem Gewehr. Auf meiner schwarzen Liste steht nur einer, Skizzo. Du. Wow, Skizzo hat einen spitzen Abschluss? Was? Ich wusste, dass er kein Gangmitglied war. Dafür ist er trotzdem ziemlich dumm. Hä? Waren das Fotos von einer Frau? Die er gestalkt hat oder so? Ich habe nur einen Hintern erkannt. Der Typ wird immer unsympathischer. Was ist das jetzt, wenn du... Guck mal, guck dir diese Schniekewaffe an. Für die ich keine Munition habe. Gleich war es Iron Mike. Nee, dafür war die zu dünn. Das sah aus wie eine Frau, die sich nach vorne beugt. Also, ne? Und nicht, weil er dahinter steht, sondern weil sie irgendwas hochheben wollte oder so. Jetzt habe ich natürlich kaum noch Geld für Munition, aber vielleicht reicht's noch. Geht's dir? Leia, wie geht's dir? Sehr gut. Na gut? Yes. Hey, Deke. Pass auf. Hey, Deke. Fahre zur Position. Nein. Nein. Das ist nur die eine, ne? Ja. Das mit den nicht geladenen Texturen ist hier gerade richtig, richtig schlimm. Hä? Kann ich das da nehmen? Nein. Jetzt muss ich dieses Zeug nur noch unbemerkt in meine Hütte bringen. Unbemerkt. Gut. Warum steckst du es denn nicht in die Kisten? In deine Kutte.
Und eine Zauberkutte. Hallo, ich trage keine Kiste. Hallo. Klar. Es war einfach. War ja keiner im Weg. Hätten sie auch eine Cutscene draus machen können. Das könnte klappen. Fahr zur Position. Aber was ist mit Hundi? Wo ist Buse? Ich zeig das mal. Hundi! Ach, nicht, dass ich Hallo? Das infiziert. Wir wissen, was das heißt. Hallo? Hallo? Du lebst. Ja. Ja. Er lebt noch. Jetzt ist alles besser. Alles ist gut. Er lebt noch. Oh. Ich kann das nicht mehr. Schon okay, mir geht's gut. Was ist denn los? Ich bin eine Tierärztin, verdammt. Ich kenne mich nur aus mit Koliken, Dämpfigkeit und Hufkrankheiten. Sieht das für dich aus wie ein Scheißhuf? Nein, Eddie? Du hast gesehen, was Busa passiert ist. Ich kann das hey, nicht. Es gibt Eddie. So viele Verwundete. Eddie. Und so viele sterben. Eddie. Deacon, ich bin keine Ärztin. Okay, vielleicht nicht. Aber wir haben nur dich. Bisschen desinfizieren ist okay dann, oder? Eddie ist keine Ärztin. Okay, du bist also keine Ärztin, aber hast trotzdem Busas Leben gerettet. Das sagt schon eine ganze Menge. Außerdem, Busas Arm musste ja nur amputiert werden, weil wie lange ist er rumgelegen ohne Behandlung? Hey, Dick. Ja. Ich wollte den Sprengstoff überprüfen. Sie haben da eine Tür sicher gehen, im dass Gesicht. Die Ripper ihn nicht geklaut haben. Und dann war ich in Skisos Hütte, nach der Sprengschnur gucken und wäre ich mal gleich hergekommen. Das hätte Zeit gespart. Verschwinde von hier, Ricky. Wir können die Höhle doch sprengen, oder? Ich komme mit. Als ich klein war, fand mein Vater ein Rattennest unter einem der Schuppen. Willst du wissen, was dann? Ganz kaum erwarten. Er wartete bis zum Morgen und als sie alle schliefen, legte er Sperrholz über das Loch und ließ mich den Gartenschlauch holen. Und dann sagte er, das werde ich nicht vergessen. Er sagte, Ratten tötet man am besten durch Ertränken. Du willst das Reservoir über dem Camp sprengen? Das könnte klappen. Deacon, du sie kannst wollen in Frieden nicht, ruhen, ich helfe ihnen dabei. Deacon, das kannst und du nicht. Warum nicht? Wegen Iron Mike? Wegen einem verdammten Vertrag? Du weißt, ich will Skizzo den Hals umdrehen, aber er hat recht. Carlos gibt nicht auf, Ripper geben nicht auf und du weißt es. Das ist doch eher was Persönliches. Ja, es ist persönlich. Okay. Kann er das Dynamit bitte nicht so hinschmeißen? Ich bin ihm sehr verbunden. Der Unterschied zwischen einer Tierärztin und einer normalen Ärztin, das ist schon... Bereit? Schon ein großer Unterschied. Schon unterwegs, Bruder. Okay, ich bin fast da. Ich würde schon behaupten, dass Tierarzt sein ein großer Unterschied zu einem menschlichen Humanmediziner, zu einem Mutter-Humanmediziner oh, ja. ist. Ein kleines Geschenk von Skizzo. Sag mir Bescheid, wenn du es ihm zurückgeben willst. Aber klar doch. Zumal du bei dem Tierarzt dich ja auf viele verschiedene Spezies hinbilden musst und bei einer Humanmedizin auf den
fucking komplizierten Körper des Menschen. Ach, verdammt, Schizo. Was stellen wir später mit dem Mistkerl an? Wir wollen nicht, dass Iron Mike in den Prozess macht, oder? Das stimmt nicht. Gut, was machen wir jetzt? Ich kenne die Gegend ziemlich gut. Sarah, sie arbeitete südlich der Iron Butte Ranch. Ich habe sie früher oft zum Lunch abgeholt. Dort beigebracht, mein Pferd. Jesse, Carlos, wie auch immer sich dieser Vollidiot nennt, hat sich in dem alten Golfresort breit gemacht. Südlich der Lodge liegt der Crescent Lake Stausee. Wenn wir den Damm sprengen, strömen die Wassermassen ins Tal und sie ersaufen alle wie die Ratten, wie die Ratten. Ja, aber die Lodge liegt auf einem Hügel. Ja, ja, sie wird der Flut sicher standhalten, aber die Wassermassen werden viele Ripper auf dem Gelände mitreißen und töten. Wenn Jesse überlebt, rechnet er nicht mit uns. Ganz genau. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie er unbemerkt ins Iron Butte-Tal gelangen konnte, hm? Ich bring uns da schon hin. Halt du dich gut fest. Ich muss ein paar Bäume pflücken. Ich habe keine Bolzen mehr, glaube ich. Bleib sitzen. Dein Ernst? Moment, ich hab doch was. Oh, das Ziel mit einem Stick, ne? Du hast eine Sniper. Ja, weiß ich jetzt auch. Komm, setz dich, Boots. Ripper da vorne. Ich sehe sie. Kommt schon. Ihr verdammten Ripper. Seht ihr den Kopf, der da noch schwebt? Der, Busa, guck dir doch bitte erstmal diesen Kopf an hier. Das ist ein guter Bug. Watze. Oh Gott, die Blacks, die werden immer schlimmer jetzt zum Endgame hin. Busa ist so schlimm, ne? Noch mehr Ripper. Ja, chill mal. Ich hab sie! Ich möchte mir trotzdem... Warte, Busa, bitte nicht sterben. Nein. Doch, warte mal. Aus der Sicht ist der Kopf scharf, aber wenn ich näher dran gehe, wird er unscharf. Voll schade. Ich hatte auch gerade das Gefühl, wenn ich durch diesen Kopf laufe, dass das Spiel noch schlimmer laggt, aber... War nur kurz Zufall. Du bist frei. Busa? Du stehst im Weg. Alles okay? Es ging mir schon besser. Na gut, komm schon.
bringen wir es zu Ende. Okay. Muss ich jetzt... Ich bin dabei. Mit dem Bike hier durchfahren? Okay. Das wird lustig. Ich hätte fast gesagt nein. Dieser schwebende Kopf. Der geht auch nicht weg. Hä, wo wäre denn das Problem gewesen, hier durchzufahren, während die Ripper da sind? Easy game. Ich hätte so aufs Maul bekommen. Wir müssen jetzt nach Süden! Ich komme schon. Darf ich den Nero-Kontrollpunkt vorher machen? Nee, ne? Ich will aber. Oh. Hä, fahr ich hier echt gerade... Ich darf die Karte nicht öffnen. Wie dumm ist das denn? Ah, doch. Da links war was. Ich kann gar nicht tanken. Selbst wenn ich wollte. Texturen sind wieder hardcore nicht geladen überall. Richtig schlimm. Busa bleibt sitzen. Ich will doch nur... Ich weiß auch gar nicht, warum ich die mitnehme. Ich habe die... Bolzen noch gar nicht dabei. Bruce Mann. Danke. Ich bin das schon so gewohnt, ständig Bolzen zu brauchen. Ups. Ey, sobald Feuer im Bild ist, ist vorbei. Ich würde schon fast sagen, wenn ich morgen relativ früh aufstehe, weil momentan habe ich wieder einen scheiß Biorhythmus. Mal morgen noch einen Rage-Stream. Rage 2-Stream. Weil da habe ich auch Bock drauf. Das wird nicht gerade ein Kinderspiel. Nein. Uff. Okay. Hey, was machst du da? Ich dachte, ich trage den Sprengstoff kurz darunter und frag mal, ob sie ihnen was ausmacht, wenn wir sie hochjagen. Busa. Komm, du hältst mir mit Skizzos Gewehr den Rücken frei und ich platziere die Ladung. Oh, Moment. Hey, ich pack das. Ich bin kein guter Schütze, aber mit Sprengstoff kenne ich mich aus. Ich habe auch schon Sprengladungen gelegt, Busa, in Afghanistan. Ich weiß, wo man sie platziert. Gut, dann sag mir wo, wenn ich da bin. Ziehen wir es durch? Ja. Okay. Boah, wir haben geladene Kutten, Mann. Mit dem Gewehr von Skizzo willst du das echt mir überlassen? Okay, Moment, ich werde den Turm darauf steigen, dann kann ich den Dampf von überall einzeln. Ich warte hier, bis du hoch bist. Ah, okay. Darf ich speichern? Ja, okay, cool. Oh, was liegt denn hier alles? Warte mal. Bootsman, warte. Butzer. Wenn die Waffen geladen sind, ist doch alles cool. In Ordnung. Bist du bereit? Ich gehe dann rein. Ja, unten bleiben und schnell sein. Verstanden, Bruder. Busa, ach egal, los, los! Wo soll die erste Ladung hin? Siehst du das zweite Gerüst da vorne? Oben auf dem Damm? Ja, ich sehe es. Ich gehe rüber. Ladung.
Tränen ist nie gut. Gut gemacht, Bruce. Kommt gleich eine Horde. Schaffst du das? Fuck. Fuck. Fuck! Bist du eingeschlafen? Was halt die Fresse! Los, Bruder? Schon gut. Ich stehe hier oben nicht einfach doof rum. Jetzt der zweite Sprengsatz. Alles klar. Dick? Ich sehe sie. Ach, fick dich. Okay. Mehr Ripper! Oh Gott, ich mach das schon. Ah, scheiße, verzogen. Also, was meinst du, Deke? Willst du, dass ich mich um die Ripper kümmere und die Sprengladungen setze? Ich mach das schon. Platzier du die Sprengladungen. Digga! Kommst du denn her? Deacon? Deacon sei schon. Hab ich. Wo zur Hölle kommen die her? Nein! Weg von mir! Boah, wie viele kommen denn hier? Ich glaube, die brauchen Bodyshot nur, ne? Ricky nannte das große Ding Druckrohr. Unten am Fuß des Dumps. Ah, okay. Ich geh mal rüber. Okay. Dritte Ladung. Auf Position. Beweg einfach deinen Arsch. Okay, mach du das mal mit einer Hand und einem Messer. Da durch die Tür kommen auch welche. Ich hätte auch manchmal gern so eine Klingenhand. Aber ich darf keine Sachen werfen. Jetzt hätte ich da schon Molly hingeworfen, damit es brennt. Und das war's. Sag ich doch. Ich bin beschäftigt. Machst du das? Ich hab sie. Ficken! Ey, bis ich die im Visier hab. Du hast ein Messer! Boozman. Das war aber echt ganz schön knapp. Ich sagte doch schon, ich schaffe das. Du kannst sie trotzdem ersticken. Okay, das war der letzte. Lauf, Buser! Ich mach ja schon so schnell ich kann. Okay. Hätte ich nicht mal versucht, auf den Kopf zu schießen, wären da deutlich weniger Munition draufgegangen. Aber egal. Na los! Na los! Ach du Scheiße! Oh, bist du okay? Ja. Ja, ich glaub schon. Außer warte, war das etwa schon? Der wird nie alt, was? Nee. Finden wir Jesse, ja. Oh, sind da viele X'e. Aber da kann ich nichts mehr looten, glaube ich. Moment.
Machen Sie auf. Ich will den Loot. Doch, da kann ich looten. Als ob ich... Ich kann nicht craften. Weit weg vom Bike. Willst du mich verarschen? Warte. Ich komme gleich wieder. Was ist das? Ich will nur eben looten hier. Schön, wie die... Guck mal. Ach nee, da ist eine Tür. Okay, es ist doch logisch. Warum habe ich das Gefühl, dass er es bereut? Mit dem Wasser? Ja, ich glaube auch nicht, dass das die beste Idee war. Irgendwas hat er jetzt unter Wasser gesetzt, was wir nicht hätten unter Wasser setzen sollen. Das war ein bisschen unbedacht, was wir da gemacht haben, vielleicht. Uff. Okay. Wenn es Tucker war, ist nicht so schlimm. Wo sind wir denn gerade? Nee, das Wasser ist alles... Also hier war der Damm. Hier ist der Damm. Hier, ja. Hier ist der Damm. Obwohl doch... Das kann. Oder aber das so viel... Eine echt großartige Leistung. Ja. Ich dachte ein paar Mal, ich wäre geliefert. Es tut mir echt leid. Was zum Teufel redest du denn da? So lebendig war ich nicht mehr seit... Oh, Scheiße. Weißt du noch diese Sache mit der Horde in Tamelo? Wir sind noch nicht fertig. Wie viele haben wir? Bin mal gespannt, was jetzt abgeht. Keine Ahnung. Aber sie hatten es verdient, oder? Ja, das hatten sie. Wir alle, Mann. Drücke Viereck zum Nachladen. Bester Tipp. Na gut, wir müssen jetzt wohl zu Fuß weiter. Willst du bleiben und streunende Ripper von meinem Bike fernhalten? Tja, ich glaube, das muss uns keine Sorgen machen. Und das hier? Das geht auf Jesse. Er will sich rächen. Ich werde ihm zeigen, was Rache ist. Oh yeah. Komm schon, gehen wir zur Lodge. Wie gesagt... Speichern. 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 Also jetzt gerade die Story nimmt ganz schön Fahrt auf, ne? Hat zwischendurch immer so geplätschert. Aber jetzt, wo er sich sicher ist, dass Sarah... Also eigentlich sind wir immer noch nicht sicher, aber er ist sich sicher, dass Sarah tot ist. Du hattest sicher nach der Sintflut ausgesehen. Konzentriert er sich mal auf den richtigen Scheiß. Alle Sünder mit sich. Ja, nur dass Gott mit dieser hier nichts zu tun hat. Ja, du weißt, was ich meine. Scheiße, mehr Ripper. Wie haben die überlebt? Oh, haben sie nicht. Sie wissen es nur noch nicht. Dick, linke Seite! Linke Seite! Ja, ja, ich mach das. Entspann dich. Falsche Waffe. Da sind Männer! Ein letztes Feuer! Er kann Granaten werfen. Er ist praktisch. Okay, nice, den haben wir weg. Ey, die. Hier drüben bin ich, du Dreckskerl!
Alter, wie viele da noch? Ist das ein Brecher? Wieso ist da ein Brecher? Oh ja, das ist ein Brecher. Warum? Oh! Baby, die Sniper gegen Brecher ist ja mega geil. Suchst du Streit? Das war ja nur ein Bodyshot und ein Kopfschuss und dann war vorbei mit dem. Na, also. Habe ich alle? Nein. Ah, das sind aber... Waren das Ripper oder schon Zombies? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr habt Munition für mich. Also eins muss man... Skizzo ja lassen. Die Waffe, die er hatte, ist geil. Aber das ist auch das Einzige. Ah, Munition. Dankeschön. Lappeninventar voll. Kann ich Sachen craften, bitte? Herstellen. Penisprothese. Ja, aber ist egal. Sie hilft uns. So, jetzt muss ich nochmal eben hier kurz die Sachen looten, die er nicht aufgehoben hat. Ah ne, das waren Zombies, die dazwischen sind. Ripper und Zombies vereint. Das wollten die doch. Oh, den Brecher nehme ich sehr gerne mit. Danke. Oh, da ist irgendwo ein Gegner. Voll ins Gesicht bekommen. Stopp. Ich befreie euch. Verdammte Scheiße! Will ich die Waffe wechseln? Er kommt über die Seite! Ja, ich muss nach. Hast du's? Danke. User, ne? Ich zieh mich zurück. Alter, leck! Sie sind frei, eins mit alles. Nicht! Der hat voll ins Gesicht bekommen. Zeig ihm den Weg. Juckt ihn nicht. Anders konnte ich ihn nicht treffen. Komm schon. Das ist der Letzte. Ach, wollen wir jetzt Jesse suchen? Oh ja. Bringen wir es jetzt endlich zu Ende. Sind die Kerle noch durchgeknallter als sonst? Ja, Mann. Die müssen sich den Rest ihrer Scheißdroge eingepfiffen haben. Ich darf wieder speichern. Voll nett. Wieso darf ich jetzt auf einmal überall speichern? Vorher durfte ich nie irgendwo speichern. Da war das immer verboten. Jesse! Du wirst da niemals hinkommen. Ja. Verdammt. Hier. Mist. Ich helfe dir hoch. Okay, dazu.
Wenn mir irgendwas passiert, dann ist ein Weg. Du musst... Nein, nein, pass auf. Das ist nicht Carlos da oben, okay? Nicht der Gründer von Rest in Peace. Es ist der Arsch Jesse Williamson. Ein elender Mistkerl und Versager, der bekam, was er verdient hat. Okay? Jetzt geh verdammt nochmal darauf und bring den Scheißkerl um. Toll, erstmal Drugs reingeschmissen. Steig jetzt hinab, Bruder! Steig jetzt hinab! Deacon St. John! Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson! Erniedrigt! Erinnerst du dich an damals? Du und Bruce habt mich gehalten! Und Jack verbrannte meinen Rücken. Diese. Das war jetzt voll assi. Okay. Okay. Vor allem, weil mir links noch meine Shotgun angezeigt wird. Deswegen dachte ich, vielleicht kann ich schießen. War wohl nix. Deacon St. John. Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson. Erniedrigt. Als ob dich das nicht juckt, wenn ich... Ach nee, du hast ja auch Drogen eingeschmissen. Damals, du und Bruce habt mich gehalten. Und Jack verbrannte meinen Rücken. Diese... Ach so, weil er die Bande verlassen hat. Oh nein, ich hab keine Ausdauer mehr. Haben mich behindert. Ich hab nicht genug Ausdauer. Jack... Ich hab irgendwann keine Ausdauer mehr. Uff. Deacon St. John. Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson. Erniedrigt. Oh, erinnerst du dich an damals? Du und Bruce habt mich gehalten. Der erholt sich auch nicht. Und Jack verbrannte meinen Rücken. Ah, doch, jetzt. Diese Erinnerungen. Haben dich behindert. Jack, ich hab keine Ausdauer mehr. Jetzt ist vorbei. Ich wäre verrückt. Aber ich wusste. Ich wusste, was ihr wart. Mongol! Alter! Ich gewusst, dass so ein Kampf kommt, hätte ich alles von den Nero-Scheißdingern in Ausdauer gesteckt. Und nicht in Gesundheit. Oder Konzentration. Nein. Deacon St. John. Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson. Erniedrigt. Oh, erinnerst du dich an damals? Du und Bruce habt mich gehalten. Und Jack verbrannte meinen Rücken. Diese Erinnerungen. Hab mich behindert. Jack dachte, ich wäre verrückt. Das ist nicht nett. Ich versuche schon immer nur auszuweichen, wenn es sein muss. Deacon St. John. Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson. Erniedrigt. Oh, erinnerst du dich an damals? Du und Bruce habt mich gehalten. Und Jack verbrannte meinen Rücken. Diese Erinnerungen haben mich behindert. Jack dachte, ich wäre verrückt. Aber ich wusste. Ich wusste, was ihr wart. Mongrels. Ich gehörte zu euch. Aber seht ihr, was ihr getan habt? Ich sehe nichts. Seht ihr meine Narben hier?
Er hat auf den Boden gehauen und immer wenn er auf den Boden haut, bleibt er stecken. Jetzt nicht, oder was? Oh. Der Hass ist real. War schon ein besserer Try. Deacon St. John. Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson. Erniedrigt. Oh, erinnerst du dich an damals? Du und Bruce hat mich gehalten. Und Jack verbrannte meinen Rücken. Ich bin ausgewichen. Erinnerungen haben dich behindert. Jack dachte, ich wäre verrückt. Aber ich wusste. Ich wusste, was ihr habt. Mongrels. Ich gehörte zu euch. Aber seht ihr, was ihr getan habt? Seht ihr meine Narben hier? Wegen ihnen wurde ich nicht gefunden. Ja, das ist es! Gute Nacht, Carlos. Ich sehe es. Ich sehe es. Der Weg ist mir offenbar. Ja, mir auch. Könntest du jetzt bitte mit Busa reden, sonst klettert er noch hoch. Erledigt? Ja, erledigt. Und allein hätte ich es nicht geschafft. Ja. Es tat gut, mal wieder draußen zu sein, weißt du? Doch ich muss sagen, Scheiße schaufeln, Unkraut zupfen. Ja, das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja. Tja, Jesse ist tot. Wie viele gibt es wohl noch? Leute, die wir von früher kennen. Keinen. Rosa, sie sind alle tot. Shit. Tut mir leid, Mann. Ja, mir auch. Los, machen wir, dass wir hier wegkommen.